Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You trying to survive. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal was anderes, denn heute zeige ich euch, wie ihr in Please Donate, ja, wie ihr in Please Donate selber Sachen einstellen könnt, dass ihr Robux bekommen könnt oder die euch donated werden können. Insgesamt wurden mir schon 567 Robux donated und umgerechnet, also die ich dann im Endeffekt bekomme, sind 332. 332 Robux bekomme ich nach ein paar bestimmten Tagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauert, weil hier steht jetzt gerade nichts. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr hier in Please Donate einfach und schnell einfach Pässe einstellen könnt. Ich mache das mit Game Passes in einem nicht wirklichen Game, aber egal. Alles, was wir dafür brauchen, ist das Creator Dashboard und Roblox Studio. Ja, wir brauchen dafür auch noch Roblox Studio. So, ich mache das Ganze jetzt hier, beziehungsweise ihr geht einfach nur in Roblox Studio rein. Ja, wir machen das eben und ja, dann kann ich euch nämlich genau zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. So, ihr könnt mich auch gerne auf Roblox adden, Markrumpel127. Bester Name EOS. Ich glaube, wenn ich die Robux habe, werde ich den mal ändern komplett. Und ja, ihr seht jetzt hier schon mal My Games. Habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Ja, German Roleplay 1 ist übrigens wieder offen. Da kann man im Moment wieder rauf. Denn an 2.0 wird noch gearbeitet. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass mal 1.0 noch online. Und ja, hier haben ein paar Games, die ich gemacht habe. Das ist offline. Ich schätze mal, das würde ich auch komplett weghauen, das Game. Und wir können sowieso mal die ganzen Private Dinger, beziehungsweise an den, ja, an diesen ganzen Private Dingern, da können wir eigentlich mal ins Archiv hauen, weil es besser auch vor allen Dingen, was dann Sortierung angeht. So, zack, und genau, die Obby packe ich hier auch erstmal ins Archiv. Und ja, Script Test ist eigentlich nur ein Script Test Map für eben hier Bus, für den Bus Simulator 2023, an dem ich zusammen mit Karim arbeite, und auch vor allen Dingen für German Roleplay 2.0. Aber wir gehen jetzt einfach mal, also hier ist übrigens das Game, was ich benutze, das kann ich auch einmal zeigen. Hier ist das Game, was ich benutze für diese Pässe. Hier sieht man das schon, hier sind die ganzen Pässe drinne, die ich eingestellt habe, dass die Leute zum Beispiel donaten können. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Macht euch keinen Pass für einen Robux. Ich kann das euch auch genau zeigen, warum. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, dass die Creator-Einnahmen bei 70% liegen. Das heißt ungefähr so, ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel dann gesamt abgezogen wird, aber hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier 1 habt, steht hier zwar eine 1, dass ihr eine bekommt, aber den bekommt ihr nicht. So, ich habe schon insgesamt von so einem Einer-Pass irgendwie gesamt, ich weiß gar nicht, ich glaube 10, 11 verkauft oder so und habe diese Robux nie bekommen. So, deswegen kann ich euch empfehlen, macht keinen einen Robux den rein, sondern macht einen Zweier rein, weil dann kriegt ihr garantiert einen Robux. Oder einen Robux, keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ihr könnt entscheiden, was ihr da aufschreibt. Also was ihr da in diese Pässe schreibt. Ich habe hier zum Beispiel überall Thank you so much for, dann die Zahl und dann Robux. Und ja, bei mir geht es halt hoch von 2 über 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 55, 75. 94, 115, 225, 355, 550, 1050 und 5500. Und ja, so einfach ist das eigentlich. So, jetzt könnt ihr hier natürlich reingehen und einmal auf New klicken und einfach irgendeine Baseplate machen. Ich load jetzt einfach mal irgendeine Baseplate. Und wenn wir jetzt hier drinne sind, dann sehen wir schon, okay, einfach nur eine stumpfe Baseplate. So, ihr braucht da eigentlich nichts machen.
Was ich jetzt machen werde, ist einmal ganz kurz tatsächlich das Game hier. Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Ups, das wollte ich jetzt nicht drücken. Ich wollte nämlich einmal ganz kurz, genau, ich wollte das nämlich einmal ganz kurz privat machen, damit ich euch das gleich sogar noch besser zeigen kann. So, auf jeden Fall bin ich ja jetzt hier in dieser Baseplate und dann geht ihr einfach nur hier oben auf Game Settings und macht hier unten Save to Roblox. So, dann gibt ihr dem einfach einen ganzen Namen. Gibt ihr das Ganze einfach einen ganzen Namen. Ich mache es jetzt einfach mal Please Tutorial. Tutorial. Und ja, hier könnt ihr halt alles ausmachen, weil das ist eigentlich unnötig. Team Create. Ihr könnt hier zum Beispiel auch noch eine Gruppe einstellen, dass die Robux nicht an euch gehen, sondern an die Gruppe später. Da werde ich auch noch was mitmachen. Und ja, hier könnt ihr zum Beispiel auch noch ein Genre einstellen. Das könnt ihr aber auch lassen, weil da braucht ihr auch nichts machen. In der Description braucht ihr nichts machen. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur, wenn ihr eine Gruppe habt und ihr wollt, dass die Robux, die ihr dann durch Please Donate bekommt, in die Gruppe gehen und nicht an euch selber, könnt ihr hier zum Beispiel die Gruppe aussehen. Das wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel die Community-Gruppe 2022, weil die hier ist outdated. Die ist aber noch aktiv, deswegen die wird noch gelöscht auf jeden Fall. Und das hier ist halt gerade die offizielle Roblox-Gruppe noch von mir. Könnt ihr auch gerne joinen. Community-Gruppe 2022 einfach mal bei mir suchen, dann findet ihr die. Ist ein GTR 34 drauf. Auf jeden Fall, das könnt ihr dann hier so nennen und dann hier unten auch Save. Dann wird das Ganze gesaved und ihr seht dann schon jetzt hier Loading Place, Please Donate Tutorial. Und ja, jetzt seht ihr hier auch schon, das Ding heißt nicht mehr Baseplate. Das Ding heißt jetzt nämlich Please Donate, Tutorial. So, theoretisch könnt ihr das jetzt schließen. Ihr könnt jetzt Roblox Studio komplett schließen. Ihr braucht das nämlich nicht, denn ihr braucht jetzt einfach nur noch das hier. Müsst jetzt einfach nur noch hier rein und geht hier rein und klickt auf Öffentlich machen. So, das Game ist jetzt öffentlich. Und wenn ich jetzt einmal in Please Donate reingehe, werdet ihr gleich schon sehen, dass da bei mir gar keine Game Pässe mehr sind. So. Ich kann euch das auch gleich zeigen, dass ich wirklich diese 567 Robux bekomme. Also nicht die kompletten hier steht es auch. Das, also Raised sind die, die ihr bekommt, habt, also die euch donated wurden. Und zwei, das sind jetzt die, die ich gespendet habe. So, wir können ja mal hier hinten hingehen. Wir gehen mal an den Stand hier. Und wir holen uns jetzt einfach mal den Stand. Genau. Das stimmt soweit. So, hier kann man ja auch nichts machen, weil bringt mir hier nichts. Hier ist jetzt noch mal so ein kleines Tutorial gewesen. Auf jeden Fall, wir können ja mal, ich kann das ja mal anders kurz machen. Ich kann ja mal ganz kurz das Game hier noch mal öffentlich machen. So, das ist jetzt öffentlich und jetzt kann ich hier oben auf diesen Stift einfach raufklicken und kann das hier einmal reloaden. Und jetzt seht ihr schon, dass hier die ganzen Pässe am Start sind. Hier ist jetzt jeder am Start. Irgendwie ist das jetzt immer noch hier drinne. Okay, warte, wir machen das einmal kurz jetzt anders. Haftungsausschluss, ja. Okay, aus irgendeinem Grund wird das so komisch jetzt hier angezeigt. Ich weiß nicht warum. Man sieht den letzten hier zum Beispiel nicht mehr. Und ja, das Ding ist immer noch hier. Man konnte das Tutorial auch, glaube ich, mal ausmachen irgendwo. Irgendwo ging das mal. Ich weiß aber leider nicht wo. Ich habe jetzt die Musik von selber ausgemacht, weil die mich ein bisschen nervt. Und da ich irgendwie Angst hatte, dass das Copyright-Mucke ist. Ja. Ja, keine Ahnung, warum jetzt hier dieses Tutorial-Ding drin ist. Ich brauche es halt eigentlich nicht, weil ich habe es schon drinne. Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen was hier gemacht. Auf jeden Fall, ja, wir können ja mal hier das Game wieder offline machen. Ja, ich mache das mal wieder offline und dann gehen wir jetzt hier rein in Please Donate Tutorial. So, hier sehen wir jetzt halt die Erstelldaten und wie groß oder halt wann wir das letzte Mal dieses Game hier aktualisiert haben, wie ob das aktiv ist, wie viele Besuche wir haben. Also wie viele aktive Besucher wir haben, Gesamtbesuche und wie viele Leute auf einen Server können. Und wir müssen aber in die verbundenen Items und dann hier oben auf Pässe.
Dann einfach, ganz einfach, steht hier dann nochmal, du hast keine Pässe erstellt. Erstellen von Pässen kann das Spiel im Arrangement in deinem Erlebnis erhöhen. Und einfach dann hier auf ein Pass erstellen. Ich mache ganz kurz was. Ich muss ganz kurz gucken, welchen Ordner er mir jetzt aufmacht, weil das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ich mache gleich den Bildschirm wieder an. Also gut, er hat mir eh den richtigen aufgemacht. Nee, gar nicht wahr, er hat mir nicht den richtigen aufgemacht. So, ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Bild von diesem, Sonnenuntergang, Gaming-Sonnenuntergang, das ist auch jetzt gerade mein Hintergrund tatsächlich. Sieht man jetzt nicht, weil ich Roblox noch drüber habe, aber egal. So, auf jeden Fall macht mir dann hier jetzt einfach einen Namen rein, zum Beispiel Tutorial. Ja, stark reingeschissen. Tutorial YouTube. Nenne ich das jetzt einfach mal. Geht ihr einfach Pass erstellen, ihr braucht keine Beschreibung machen, weil ja, ist eigentlich unnötig. Ich habe es bei mir zum Beispiel einfach nur mit dem Namen, habe ich den Namen von dem Pass, habe ich jetzt halt einfach nur noch mal in die Beschreibung gepackt. So, dann geht ihr jetzt hier rauf auf diesen Pass. So, hier müsst ihr nichts ändern und ihr müsst aber hier auf Verkäufe klicken, denn das hier müsst ihr anmachen und ich mache das jetzt einfach mal zu einem 3er Robux Game Pass. Also, das 3 Robux kostet, heißt, einer wird so gesehen vom Gewinn abgezogen. So, das Game ist ja online. Das können wir jetzt hier auch noch mal kurz überprüfen. Wir können ja hier auch gucken in den Schöpfungen. Genau, das hier ist online, beziehungsweise das ist das Offline. Das ist das, wo die anderen alle drin sind, und das ist online. Das heißt, wir gehen einfach wieder in Roblox rein und klicken hier oben auf Stand bearbeiten und einfach hier oben auf diesen Reload-Button. Denn jetzt sieht man hier, dass hier dieser, dass hier dieser Game Pass drin ist für 3 Robux. Heißt, wenn ich den jetzt holen würde, was ich nicht kann, weil es ist mein eigener, würde ich so gesehen, wenn jetzt zum Beispiel wenn sie jetzt diesen Game Pass holen würde für 3 Robux, würde ich 2 von diesen Robux bekommen. So, ihr könnt euch das Ganze dann so vorstellen: Wenn ihr zum Beispiel einen Pass habt mit 5500, würdet ihr, glaube ich, 8, nee, würdet ihr, glaube ich, 3700 noch was behalten. Das kann ich ja eh einmal auch zeigen, wie viel ich behalten würde, wenn jetzt tatsächlich einer diesen 5000er kauft. So, schauen wir mal, dann würde ich 3850 behalten. So, das sind dann die Robux, die ich bekomme, das sind die, die weggehen. Und so gesehen würden dann, glaube ich, um die 1700, glaube ich, gehen dann weg. 1650 gehen weg, dann, glaube ich, von diesen Robux, die ausgegeben wurden. Und ja, das ist eigentlich relativ einfach. Und so könnt ihr dann hier Robux machen. Ihr könnt dann auch zum Beispiel zu anderen Leuten gehen und könnt dann hier gucken, was die hier so haben. Und dann, wenn ihr halt wollt, hier auch diese Sachen, ja, den auch Robux donaten. Und ja, so einfach ist das zum Beispiel. Es ist relativ einfach. Ja. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat und euch dieses Tutorial weitergeholfen hat, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was für ein Tutorial ich noch machen soll, in welchem Bereich. Ob es im Bereich Roblox sein soll oder im Bereich Discord oder whatever. GTA-Tutorials werden im Moment schwierig, da ich kein GTA mehr habe. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi. It's hard.